Guten Tag, Sie wünschen einen Hut. Ja, was soll das denn für ein Hut sein? Na, einen zum Aufsetzen. Anziehen können Sie niemals einen Hut, den muss man immer aufsetzen. Nein, immer nicht. In der Kirche zum Beispiel kann ich einen Hut nicht aufsetzen. Nein, in der Kirche nicht, aber Sie gehen ja auch nicht immer in die Kirche. Nein, nicht immer. Also ich hätte gern einen Hut zum Auf- und zum Absetzen. Jeden Hut kann man auf- und absetzen. Wollen Sie einen weichen Hut oder einen steifen Hut? Nein, einen grauen. Ach, Sie meinen einen schicken Hut. Also, wir haben allerlei schicke Hüte in allen Farben. In allen Farben? Dann hellgelb. Aber einen hellgelben Herrenhut können Sie doch nicht tragen. Ich will ihn ja nicht tragen. Ich will ihn auf- und absetzen. Aber mit einem hellgelben Hut werden Sie doch ausgelacht. Aber Strohhüte sind hellgelb. Ah, Sie wollen einen Strohhut. Nein, nein, nein. Viel zu brandgefährlich. Schöne weiche Filzhüte hätten wir. Das Problem mit Filzhüten ist, dass man sie nicht hört, wenn sie vom Kopf auf den Boden fallen. Dann müssen Sie einen Stahlhelm tragen. Den hört man, wenn er fällt. Als Zivilist kann ich doch keinen Stahlhelm tragen. Sie sollten sich so langsam mal entscheiden, was für einen Hut Sie wollen. Einen neuen Hut. Ja, aber was denn für einen? Einen Herrenhut. Sie sind aber echt nicht leicht zu bedienen. Ein Hut muss passen. Sagen Sie mal Ihre Kopfweite. Ich habe Kopfweite 55, möchte aber einen Hut Größe 60 haben. Nee, das hat ja keinen Sinn. Lassen Sie sich von mir belehren. Hier, nehmen Sie diesen Hut, der hat Kopfweite 55, kostet 30 Euro, ist schön und gut und ist auch modern. Ach, dieser Hut ist modern, sagen Sie? Ja, also, was heißt heute modern? Es gibt Herren, die laufen Sommer wie Winter draußen im Freien rum, ohne Hut und behaupten, das sei das Modernste. Was? Ohne Hut ist das Modernste? Dann nehme ich auch keinen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.